Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Flash News. Inzwischen sind wir im September 2022 angekommen mit Folge 53 und inzwischen ist es so, dass, wie ja schon angekündigt, kein eShop mehr, also kein eShop-Guthaben mehr auf dem 3DS und auf der Wii U hinzugefügt werden kann. Das Ganze geht jetzt nur noch über die Website oder über eine Nintendo Switch. Dafür müssen dann auf der Website die Guthaben verknüpft werden. Und in dem Zuge gab es zwei Updates. Erstmal ein weltweites 3DS-System-Update auf die Version 11.16.0-48. Das entfernt im eShop die Option, neues Guthaben hinzuzufügen. Bereits installierte Luma 3DS Custom Firmware-Versionen funktionieren weiterhin ohne Update von der Version 11.15.0, aber es wurde SMPWN gefixt, das heißt Universal Other App funktioniert nicht mehr. Das heißt, jetzt kann man Card-DLP-Hacks, womit man Luma von einem 3DS zum nächsten schicken konnte, nicht mehr benutzen, um eine Custom Firmware zu installieren. Aber NTR-Boot und SeedMiner funktionieren natürlich weiterhin. Dann ist außerdem ein Update für die Wii U erschienen, ein System-Update, aber nur in der amerikanischen Region für US-Konsolen. Das entfernt auch die Möglichkeit, im eShop mit Karten zu zahlen, also mit eShop-Karten. Falls du also eine US-Konsole hast und das Update installierst und die Tiramisu im Autoboot hast, beziehungsweise Aroma, dann wäre es eine gute Idee, das Ganze vor dem Update zu deaktivieren, das Autoboot. Danach kann man es wieder aktivieren. Aber ansonsten wurden keine Exploits gefixt. Und für europäische Nutzerinnen und Nutzer ist das nicht ganz so relevant, weil das Update natürlich nicht in Deutschland oder in Europa erschienen ist. Außerdem auf der Wii U gibt es noch eine nicht so schöne Nachricht, nämlich wurde Crunchyroll auf der Wii U eingestellt und YouTube wird auf der Wii U noch eingestellt. Crunchyroll ist ein Service, um Anime-Filme zu streamen und der Support von der Wii U wurde am 31. August eingestellt. Der war dafür bekannt, dass es keine Werbung in dem Programm gab, also in dem kostenlosen Programm. Eigentlich ist es dann werbefinanziert auf einer Plattform. Und YouTube wird im Oktober 2022 eingestellt. Der Wii U Browser unterstützt auch Videowiedergabe, das heißt, vielleicht gibt es danach noch darüber, aber die App wird dann wohl vermutlich nicht mehr funktionieren. Das war es aber noch nicht mit den Updates zu der Wii U, noch lange nicht, denn es gibt ja eine Environment oder so eine Homebrew-Umgebung, die schon länger dafür in der Entwicklung ist. Modulweise wird die jetzt Schritt für Schritt veröffentlicht und da wurde ja schon Tiramisu veröffentlicht und inzwischen gibt es Aroma, was eine quasi Fortentwicklung von Tiramisu ist. Zusätzlich kann nämlich Aroma Module, um grundlegende Funktionen für andere Anwendungen zu bieten, bereitstellen und Plugins, die zeitgleich zu anderen Apps laufen können, können auch mit Aroma ausgeführt werden. Entsprechend gibt es jetzt auch schon unter anderem ein Region-Free-Plugin für Aroma. Und es gab noch ein weiteres Update für die Wii U, nämlich für das Wii U Recovery-Menü. Dort gibt es jetzt mehr Informationen und es wird einfacher gemacht, regionsspezifische Breaks zu beheben. Sogar für die Switch gab es vor kurzem ein System-Update, aber wieder nur ein kleines, das nebenbei installiert wurde, also ein stilles Update, das auch ohne eine Neustart der Konsole installiert wird. Denn dort wurde nur die Bad Word List aktualisiert. Zum Beispiel wird nun ein Penis, der mit den Buchstaben dargestellt wird, zensiert und das Ganze beeinflusst die Atmosphere Custom Firmware auch nicht. Auch für die Switch wurde Horizon Linux geteasert, was von Kenchal entwickelt wird. Das ist ein ARM64 Linux Kernel, in den einige Befehle der Switch eingefügt wurden. Das heißt, das ist eigentlich eine Linux-Distribution, auf der Switch-Spiele nativ ausgeführt werden können. Das benötigt aber ein Gerät, auf dem ARM64 läuft oder das einen ARM64 Prozessor hat. Und dann kann man eben darauf diesen Linux-Kernel nutzen, um Switch-Spiele auszuführen. Und auch eine Homebrew wurde auf die Switch portiert, nämlich Pixel Wheels, was von The Logic Master portiert wurde. Und das reiht sich in die Switch-GDX-Ports ein, von denen es in den letzten Folgen schon einige gab. Es gibt immer wieder neue Projekte, um den Quellcode von Spielen wiederherzustellen. Quasi wird aus dem Code, der auf einer Cartridge oder so drauf ist, der Code wiederhergestellt, den die Entwickler tatsächlich geschrieben wurden, denn der wird quasi optimiert, der von den Entwicklern geschriebene Code, in den, der auf den Cartridges ist. Bisher gab es da beispielsweise GTA 3, was mit RE3 Open Source wurde. Dann gab es noch ein Projekt für Mario 64 und Zelda Ocarina of Time wurde mit Chip of Hurricane auf den PC portiert. Von allen drei Projekten gibt es auch Ports auf die Wii U und auf die Switch und ein Spiel, das nun auch dieses Treating oder Treatment erfahren hat, ist Sonic Mania, denn davon gibt es jetzt einen funktionsfähigen 3DS-Port. Der hat längere Ladezeiten, nutzt aktuell nur einen Bildschirm und die New 3DS-Version ist deutlich besser als die Old 3DS-Version und es werden natürlich auch die Assets von anderen Versionen wie der PC-Version benötigt, aber immerhin kann man jetzt Sonic Mania auf dem 3DS spielen und es sieht, finde ich, ziemlich gut aus. 3D wird, glaube ich, auch noch nicht unterstützt.
Bereits in der letzten Flash News habe ich den Analog Pocket angesprochen, was ein Handheld ist, das Spiele für Game Boy, Game Boy Color und Game Boy Advance per Hardware-Emulation abspielen kann. Und nun gibt es da einen neuen Core für, mit dem man dann auch Game Gear-Spiele auf dem Gerät abspielen kann. Außerdem gab es ja bisher Probleme mit der Flashkartenkompatibilität vom Analog Pocket. Da gab es ein paar Updates jetzt von oder für EZ-Flash-Produkte, damit sie mit dem Analog Pocket funktionieren. Die EZ-Flash Omega Definitive Edition benötigt kein Update, aber für die EZ-Flash Omega und die Junior gibt es jetzt ein Update, das in der Videobeschreibung verlinkt ist. Das heißt, wenn du die mit dem Analog Pocket nutzen möchtest, kannst du es installieren, sonst solltest du es vielleicht nicht installieren. Und damit kommen wir zu den Umfragen, wo ich erstmal wissen wollte, wann du zuletzt Minecraft gespielt hast. Da gab es 264 Stimmen, wovon 24% noch nie Minecraft gespielt haben. Das wundert mich, weil das ja doch eigentlich ein sehr populäres Spiel war. 18% sind der Meinung, oder bei 18% ist es mehrere Jahre her, bei 13% ist es grob ein Jahr her, bei 32% ist es noch nicht lange her und 13% spielen regelmäßig Minecraft. Ich habe immer mal so aktivere und nicht so aktive Phasen. Aktuell spiele ich wieder ziemlich regelmäßig, aber auch zwischen unterschiedlichen Editionen. Das ist dann zum Beispiel praktisch, wenn ich mein Gamepad testen muss oder wenn ich zum Beispiel einfach mal auf dem 3DS Minecraft spielen möchte. Dann wollte ich wissen, ob du Fantasy-Welten mit Magie und Fabelwesen magst. Da gab es 137 Stimmen, wovon 61% Fantasy lieben. Da würde ich mich, denke ich, auch zu zählen. Also natürlich nicht alles, aber das meiste. 7% mögen Fantasy bis auf Fabelwesen. 2% mögen Fantasy bis auf Magie. Für 12% ist Fantasy nicht das eigene und 18% mögen nur sehr bestimmte Fantasy-Welten, also zum Beispiel 1 oder 2. Ich mag, wie gesagt, oder wie schon angeteasert, einige Fantasy-Universen und das sind nicht nur Herr der Ringe oder Eragon, sondern auch postapokalyptische Geschichten wie zum Beispiel die Shannara-Chroniken oder Into the Badlands. Dann wollte ich wissen, ob du die Nintendo Switch eher zu Hause oder unterwegs benutzt. Da haben 217 Leute teilgenommen, wovon 76% die hauptsächlich zu Hause nutzen, 2% hauptsächlich unterwegs, 2% ungefähr gleich und 20% haben gar keine Switch. Das wundert mich ein bisschen, dass so viele von euch keine Switch haben, aber ich nutze sie auf jeden Fall meistens zu Hause, aber ich glaube genauso viel im gedockten Modus wie im Handheld-Modus. Und dann wollte ich noch wissen, ob du schon das Update für die 3DS oder die Wii U installiert hast, von dem ich in diesem Video gesprochen habe. Da gab es 142 Stimmen, wovon 67% das Ganze nicht installiert haben, weil die Konsole oder die Konsolen im Schrank sind und verstauben. 8% haben das Update auf beiden Konsolen installiert. 4% haben das Ganze nur auf der Wii U installiert, aber kein 3DS. 13% haben das Ganze auf dem 3DS installiert, aber keine Wii U. Und 8% haben eine Wii U oder ein 3DS, ist aber nur auf einem der Geräte installiert. Ich habe es inzwischen auf allen meinen 3DS-Konsolen installiert. Das Wii U-Update ist ja nur für die USA verfügbar, aber anscheinend haben 4% von euch eine amerikanische Wii U. Aber das war's dann mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich bis zum nächsten Video und tschüss.